geht ab, YouTube? Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh!-Kanal hier auf YouTube. In dem heutigen Video werde ich euch so richtig schön wütend machen, denn wir schauen uns die aktuellen Kartenpreise der aktuellen, aber auch zukünftigen Metadecks an. Denn das, was Yu-Gi-Oh! Aktuell kostet, das ist, keine Ahnung, das ist mittlerweile echt ein Spiel für Großverdiener geworden, wenn man mit dem aktuellen Tempo und der Meta mithalten möchte. Und wir springen gleich auf Cardmarket, schauen uns die Kartenpreise an, sprechen so ein bisschen drüber, wie sich das Ganze eventuell entwickeln könnte, ob es Reprints gibt, ja, nein, vielleicht. Aber wir werden nicht nur meckern, denn es gibt auch den einen oder anderen Lichtblick für denjenigen, der vielleicht doch bei der Meta mitspielen möchte, aber nicht so ein pralles Portemonnaie hat. Apropos pralles Portemonnaie, ich habe das Gefühl, dass bei mir auf dem Discord jede Menge Ärzte und Anwälte rumrennen, was dort in letzter Zeit gekauft und verkauft wird. Ich frage mich tatsächlich, wo die das ganze Geld hernehmen. Wer von euch noch nicht bei mir auf dem Discord ist, springt auf jeden Fall auf den DTV-Discord. Dort findet ihr jede Menge Gleichgesinnte, jede Menge Leute, mit denen ihr euch zu unserem Lieblingsthema Yu-Gi-Oh! Austauschen könnt. Und regelmäßig Locals gibt es dort auch. Gönnen. Springen, gönnen, machen, tun und Spaß haben. Darum geht es tatsächlich. Und das war's. Lass uns direkt in den Market Watch reinspringen und schauen, wie teuer Yu-Gi-Oh! Eigentlich aktuell ist. Los geht's! So, und dann sprechen wir mal an der Stelle direkt über den Elefanten im Raum. Und zwar über das Structure Deck Alba Strike. Das Structure Deck an sich ist tatsächlich relativ günstig zu bekommen für 8,79, davon 3 Stück gekauft. Könnte an sich nichts falsch machen. Wir erhoffen uns natürlich jede Menge fetter Reprints im OCG, wurden so Reprints wie Top der Extravaganz und Ice Dragon's Prison auf jeden Fall bekannt gegeben. Ob das Ganze ins TCG kommt, ist aktuell noch ungewiss. Nichtsdestotrotz, Structure Deck Alba Strike ist auf jeden Fall ein Structure Deck, worauf sich extrem viele Leute freuen und auch sich extrem viele Leute schon vorbestellt haben. Die Frage an der Stelle ist nur, wie wollt ihr das Structure Deck spielen, ohne den Haupt-Searcher für das Despair Deck Thema? Denn die Karte kostet, heißt Alua, der Name von Despair, und kostet mittlerweile im Playset 86,99. 89, 89, 49. Das ist eine Karte, die ihr in der Regel auf 3 in eurem Main Deck spielen solltet. Die Karte wird wahrscheinlich in naher Zukunft auch nicht viel günstiger werden, denn es gibt nur noch 168 verfügbare Kopien auf Cardmarket. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass es den einen oder anderen gibt, der sich unendlich viele Aluba der Nahe von Deathwerk Kopien zu Hause irgendwie gebunkert hat und eigentlich nur bis zum Structure Deck Release wartet, um sie dann für einen guten Preis zu verkaufen. Im Optimalfall machen das extrem viele, so dass der Preis dann wieder so ein bisschen fällt und gedrückt wird. Würde ich mir so ein bisschen an der Stelle wünschen, nichtsdestotrotz. Also ich meine, das Ding kostet im Playset aktuell um die 89 Euro. 79, 69 ist realistisch. Tiefer wird die Karte nicht fallen. Ich war einer der wenigen Glücklichen, der sich Aluba, den Nah von Despia, zum Release in Dawn of Majesty für ganze 34 Euro das Stück gekauft hat. Aber nicht jeder hatte wahrscheinlich so viel Glück. Die Karte liegt auch, oder beziehungsweise das Deckthema fasse ich immer wieder an, probiere immer wieder rum. Liegt seit einem Jahr hier und irgendwie habe ich es nie geschafft, einen Profile dazu zu machen, weil ich nie wirklich zufrieden mit dem Deckbild war. Jetzt könnte das doch durch das Structure Deck eventuell der Fall sein und natürlich wird es dann von mir aus auch ein Profile hier auf dem Kanal geben. Wir gucken uns mal weitere Kartenpreise an. Dramaturg von Despia, auch aus Dawn of Majesty. Übrigens, Dawn of Majesty ein Set, was dieses Jahr in der Tin gereprintet werden wird. Also könnte es durchaus sein, dass tatsächlich das Deckthema, das Despair-Deckthema auch dort einen Reprint erhält. Aber vor allen Dingen, ich springe nochmal ganz kurz zurück zu Aluba. Wenn wir Aluba einfach mal mit einer Karte wie Nadir Servant vergleichen, die auch gereprintet wurde und dann erstmal 20 Euro das Stück ging aus der letzten Tin, glaube ich, dass das ein ähnliches Schicksal widerfahren könnte. Dass ihr trotzdem bei dem Playset immer noch bei 60 Euro seid, ist natürlich kein Vergleich zu 89 Euro das Stück. So ein Aluba, der Nah von Despia. So, wir springen nochmal zurück zu dem Dramaturg von Despia. Die Karte, wie wir hier sehen, steigt extrem vom Preis aktuell. 2,89, 2,90, 2,90, 2,94, ein absolut okayer Preis. Ihr spielt die Karte maximal, wenn überhaupt, auf 2, 3,50 an der Stelle. Habe auch schon Deckbuilds gesehen, die die Karte gar nicht spielen. Vor allen Dingen, wenn ihr die Brave Engine mit integriert, dann fliegt auf jeden Fall auch der Dramaturg in der Regel raus. Braucht ihr nicht. Aber ich würde ihn dennoch spielen, einfach eine stabil, konstante Karte, die immer wieder irgendwie aus dem Grave oder aus dem Banished Pile zurückkommt, wenn ihr sie als Fusionsmaterial benutzt. So, markierte Eröffnung, ebenfalls aus Dawn of Majesty.
Die Karte steigt und hört nicht auf zu steigen. Und wir gucken uns mal hier das aktuelle Playset. Das erste Playset ist 3,43. Dann geht es hoch auf 3,45. Und ihr könnt, glaube ich, davon ausgehen, dass die Karte locker so bei 4,5 Euro sich einpendelt wird. Vielleicht sogar 5 auf Dauer, wenn das Deckthema Erfolge verbucht. Genauso ergeht es zum Beispiel. Das ist eine Karte wie Kit ergangen. Kit auch eine Super Rare, also Tribal Gate Kit. Alles von Tribal Gate wurde gereprintet, sprich günstig zugänglich. Nur Kit halt nicht, weil Kit aus Blazing Vortex, glaube ich, war. Nee, nicht Blazing Vortex. Doch. Ja, nein. Auf jeden Fall aus dem Set, welches erst dieses Jahr in der TEN erscheint. Und dementsprechend ist die Karte halt im Preis gestiegen, weil natürlich die Nachfrage groß war. Und genau dasselbe wird auch bei Blended Opening passieren, auch wenn es Super Rare ist. Ich kann mir durchaus 5 Euro das Stück kann ich mir durchaus vorstellen, vor allen Dingen, wenn das Deck Erfolge verbucht. Eine Karte, die ihr auch im Main Deck spielen könnt, weil es absolut Sinn macht, weil es einfach ein extrem krasser Consistency-Boost ist und ihr auf nicht so viele Karten aus dem Extra-Deck angewiesen seid, ist der Topf des Wohlstands. Die Karte kostet aktuell, ja doch, Blazing Vortex. Genau, so hieß es Blazing Vortex und dort war, glaube ich, auch Kit drin. Die Karte hält sich stabil bei 90 Euro das Stück. 90 Euro das Stück für den Topf des Wohlstands. Auch da, Reprint natürlich, sind für, ich sag mal, Spätsommer, nach dem Sommer, Herbst irgendwie angekündigt. Oder angekündigt. Wir erhoffen es uns. In einem Produkt wie der TIN oder sowas, ich sag mal, so ein Slot wie King's Court oder so. Aber bestätigt ist noch nichts und das ist auch noch ein bisschen hin. Das heißt, wer Despia jetzt aktuell Full Power spielen möchte, der wird eventuell auf solche Karten zurückgreifen müssen. Und das ist natürlich ein bisschen bitter, aber extrem teuer. Eine Karte aus dem Extra, die wir uns angucken, der das Pianische Quertis. Die Karte steigt auch im Preis, aber ist alles noch überschaubar. 4,70, 4,38, 4,84, 4,84 das Stück. Einer reicht. Ihr könnt ihn auch auf 2 spielen, um einen davon mit dem Topf des Wohlstands zu verbannen. Aber einer reicht in der Regel. Ihr bekommt ja auch jede Menge Extra-Deck-Monster aus dem Structure Deck Alba Strike mitgeliefert, da ist auf jeden Fall noch allerhand geiles Zeug mit dabei. Und die nächste Karte, die wir uns an der Stelle natürlich angucken, ist Albion, der markierte Drache. Die Karte auf 2 in eurem Extra Deck macht auf jeden Fall Sinn. Im Optimalfall kriegt sie einen Reprint im Structure Deck, im OCG ist das passiert, im TCG wissen wir es aktuell noch nicht. Ist eine Ultra Rare aus Lightning Overdrive, steigt aktuell im Preis so ein bisschen. Ist bei 6,20, 6,45, 6,95, 7,39 dann schon. Also die Karte, sollte sie keinen Reprint im Structure Deck erhalten, wird sie extrem explodieren. Also ist eine Ultra Rare aus Lightning Overdrive. 418 verfügbare Kopien, die werden so schnell vom Markt verschwinden, weil ihr diese Karte unbedingt braucht. Ist Dreh- und Angelpunkt eurer, ich sag mal, Branded Fusion Engine, Branded Fusion Combo, Branded Fusion, Albion aufs Spielfeld, Material in den Friedhof und dann mit Albion Material aus dem Friedhof verbannen, um wiederum weiteres Monster aus dem Extra-Deck zu beschwören, wie zum Beispiel Ragoon. For free einfach mal. Weiteres Monster, was wir uns angucken, ist Maskerade, der flammende Drache. Kann man auf 1 oder auf 2 im Extra-Deck spielen. Also auf 2 ist schon cool so. Wenn man 2 davon aufs Spielfeld bringt, so hat der Gegner auf jeden Fall ordentlich Druck, weil er sozusagen Life-Points zahlen muss, jedes Mal, wenn er was aktivieren möchte, weil es natürlich auch kein, sagen wir, diese 600 Life-Points bezahlen, ist sozusagen pro Copy von Maskerade auf dem Spielfeld. Das heißt, wenn ihr 2 auf dem Spielfeld habt, zahlt euer Gegner ja jedes Mal 1200 Lebenspunkte, wenn er einen Effekt aktivieren will oder eine Karte aktivieren will, was extrem geil ist. Aber auch die Karte steigt gerade. Also wie ihr seht, alles rund um Despia und den Gefallenen von Albas steigt gerade. 4,85, 4,90 im Playset. Wächter Chimera, weiteres Extra-Deck-Monster. Guckt euch mal den Preisgrafen an. Leg mich fett, Alter. Jo, bei der Karte, als sie um die 20 Euro war, habe ich gesagt, kaufen. Kaufen, 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 kaufen. Ich hoffe, ihr habt gekauft. Aus tiefstem Herzen hoffe ich, ihr habt gekauft. Denn jetzt könnt ihr entweder Plus machen oder euch darüber freuen, dass ihr die Karte so günstig bekommen habt, um sie jetzt im Despair zu spielen. 30 Euro, 32 Euro, 32 Euro. Die Karte, sorry, auf 1 bis 2. Ich habe schon Deckbuilds mit, also 2 macht eigentlich safe. So, vor allem die ganzen Meta-Builds. Guardian Chimera auf 2 macht mega Sinn. Ist eine Karte, die unfassbar gut ist im Despair-Deck. Tatsächlich auch nur im Despair-Deck. Aber ich kenne kein anderes Deck, was diese Karte spielen kann. Außer ihr macht irgendwas Going Second Verrücktes, so, weil die Karte macht nur Going Second Sinn. Oder im gegnerischen Turn dann über die rot markiert Fusion als Quick Play Spell sozusagen das Monster beschwören, macht auf jeden Fall ordentlich Druck.
Ich, keine Ahnung, kann mir durchaus vorstellen, dass die Karte auf 40 Euro steigt, easy, so, warum nicht? Battle of Chaos, halt auch ein Set, was erst nächstes Jahr in der Tin gereprintet wird. 40, 50 Euro ist voll realistisch. Eine Karte, die nicht so schnell 40, 50 Euro kosten wird, ist der rotäugige dunkle Dragonair. Denn den könnt ihr tatsächlich auch im Extra-Deck spielen, solltet ihr sogar, wenn ihr, also ihr könnt euch entscheiden, zwischen ihm und dem DPI, Destroyer Phoenix, Destroy Destiny Hero, Destroy Phoenix Enforcer. Den gucken wir auch gleich nochmal an. Gucken wir uns gleich nochmal an. So, die Karte ist gerade, oh, die ist ein bisschen gefallen. 86,20, also ein bisschen, 3 Euro. 86,20, 86, 48, 49, ja, und dann ansonsten um die 90 Euro. Also mit Versand, allem drum und dran, 90 Euro müsst ihr auf jeden Fall für den Dragoon bezahlen. Die Karte fällt gerade so ein bisschen vom Preis. Ich weiß nicht, ob das die Angst vor der Banlist ist. Könnte uns natürlich alle treffen, weil Dragoon, also Red Eyes Fusion, Albion und Dragoon. Die drei Karten werdet ihr ansonsten in Zukunft überall sehen. Wird so ein bisschen die des DPI-Engine ersetzen. Also vielleicht nicht ersetzen, aber komplementieren oder einfach mit dazu, keine Ahnung. Jeder, der sich das irgendwie leisten werden kann, der wird das machen. Weil ihr mit der Aktivierung der Red Eye, mit der Aktivierung der Branded Fusion euch direkt einen Dragoon garantiert ist. Außer der Gegner handtrappt euch. Ja, passiert. Aber es ist zumindest eine Handtrap, die ihr verschwenden muss, damit der Dragoon nicht aufs Feld kommt. Und dann habt ihr ja immer noch Kombo-Möglichkeiten über euer über eure Engine. Engine, ja, über euer Deckthema. So, nächste Karte, die wir uns anschauen, Schicksalsheld, Destroyer, Phoenix Enforcer. Die Karte könnt ihr nämlich in eurem, also ebenfalls in Despair spielen. Und die Karte, ja, hält sich stabil. Bei 72, 72, 73, 73, 74 Euro. Ob die Karte fällt, sehe ich aktuell nicht. Außer die fassen die ganze Engine an und sprich die bannen Fusion Destiny. So wie sie es im OCG gemacht haben. Ist jetzt wieder zurück allerdings auf 1, weil sie die Werte gebannt haben. Ob sie Werte bannen hier im TCG, weiß ich nicht. Aber das ist nicht Thema. Thema ist Kartenpreise, Fusionsschicksal. Fällt auch aktuell so ein bisschen vom Preis. 7 Euro, 7 Euro, 7,49. War eine Zeit lang sogar bei 20 Euro echt abgefahren. Ist jetzt aber wieder runter von diesem extremen Preishype. Und ist jetzt bei 7,49, ein guter Preis. Wir gucken uns die Raubpflanze weiter Anaconda an. Pff, ja, mehr oder weniger relevant. Also mittlerweile auch wieder gestiegen als Ultra Rare für 14,89, 14,95, 14,99, 15 Euro. Als Reprint aus Maximum Gold Eldorado geht die Karte unter 10 Euro. Könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Dennoch muss man natürlich drüber nachdenken, weil hier Bannlist und so. Das heißt, die Karte könnte auch verbannt werden und dann habt ihr nichts gewonnen. Ganz im Gegenteil, ganz viel verloren sogar. So, eine Engine, die man, weil wir von Engine sprechen, die Engine, eine Engine, die wir auch in einem Despair-Deck-Thema spielen können, ist Logo, Branded, Brave. Siehst du, BB, Brave, also sprich die Adventure-Token-Engine, können wir dort spielen mit Ritus von Aramisir. Die Karte auf 3 ist bei 57,50. Wobei ihr die Karte nicht zwangsläufig auf 3 in Despia spielen müsst. Auf 2 reicht da tatsächlich absolut aus. Seid ihr trotzdem bei 54 Euro das Stück. Wir schauen uns mal die Wasserverzauberin an. Auch die können wir auf 2 oder auf 3 im Main Deck spielen. Bei 2 Kopien sind wir bei 42 Euro, 3 Kopien bei 43 Euro. Das ist ein extrem heftiger Preis. So, damit haben wir jetzt erstmal das Despia Deck abgeschlossen. Was sagt uns das alles preistechnisch? Das wird unfassbar teuer. Das Deck, wenn ihr das Full Power spielen wollen würdet, möchtet, tun, gehabt haben, getaten. Aluba, Dragoon, die Töpfe, Ritus von Aramisir oder der Destroyer Phoenix Enforcer anstelle vom Dragoon. Egal wie ihr es dreht und wendet, wenn ihr das alles so im Gesamtpaket spielen wollt, seid ihr bei locker 1000 Euro für das Deck. Locker. Locker. Also das ist wirklich extrem heftig, was da auf uns zukommt und was das Ganze kosten wird. Oh, Alter, keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht mal, ob man sich aus den drei Structure Decks ein eigenständiges Deck bauen kann. Also ohne den Hauptsearcher Aluba, wie willst du denn das machen? Keine Ahnung, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, ich werde mir die Decks auf jeden Fall hier auch gönnen so und dann im Optimalfall ein drei Structure Decks Deck Profile machen. Mal gucken, aber ey, ist wirklich so unfassbar frech, die Preise. Als Neueinsteiger guckst du dir das an und denkst dir, na, halt klar, brauche ich gar nicht anzufangen. So, aber wir springen jetzt nochmal ein paar andere Metadecks rein. Und zwar so ein Kram wie Eldritch.
Eldritch Cyber ist aktuell ein extrem populäres Deck tatsächlich. Pure Eldritch funktioniert auch immer sehr, sehr gut. Also Eldritch bleibt relevant. Vor allen Dingen, glaube ich, auch mit einer zukünftigen Banlist könnte sich das Ganze noch mal ein bisschen drehen und Eldritch noch ein bisschen mehr einen Push bekommen. Aber wir schauen uns den Goldenen Lord einfach mal an der Stelle an. Und zwar natürlich die günstigsten Kopien. Denn die Secret Rare, Secret Slayers kostet mittlerweile auch wieder 50 Euro. Aber hier die Gold Rare aus Maximum Gold kostet 6,30, 6,35, 6,49. Es gibt noch einen weiteren Eldritch und zwar im alternativen Artwork aus Eldorado. Die Karte kostet 5,99, 6 Euro im Playset, 6,30 Euro. Die ganzen anderen Engine-Karten aus dem Eldritch-Deck-Thema, die kosten alle nichts. Da werden wir jetzt nicht großartig drüber sprechen. Die kosten weniger als 1 Euro, 2 Euro maximal. Das kostet alles wirklich nichts. Aber eine Karte, die wir uns auf jeden Fall angucken sollten, die in sowas wie Eldritch Cybers oder diesem ganzen Based-Deck, sprich diesem Engine-Haufen gespielt wird und auch in Zukunft in vielen anderen Decks gespielt werden wird, ist, richtig, Illusion des Chaos zusammen mit Seelen der Magier. Warum das Ganze? Denn das ist eine Karte, die mittlerweile, erstmal gucken wir uns den Preis an, ist gestiegen, hat sich mittlerweile stabilisiert und hält sich aktuell so bei 42,80. Ich glaube, dort wird die Karte auch eine Zeit lang bleiben, bis sie dann vielleicht irgendwann auf 50 Euro langsam steigt, wenn es nicht mehr so viele verfügbare Artikel auf Card Market gibt. 42 Euro ist ein stabiler Preis. Davon braucht ihr, ich sag mal, so zwei Kopien auf jeden Fall in eurem Main Deck. Außer ihr spielt Pure Dark Magician, dann braucht ihr drei. Als Engine zwei Stück davon reichen, denn was ihr tatsächlich macht, ist folgendes. Die Karte, sucht euch die Karte hier, Seelen der Magier, die ein Reprint in Brothers of Legends bekommen hat, ist wieder im Preis gestiegen von um die, ich sag mal, 25, 26, 27 Euro auf mittlerweile 32 Euro, wenn wir zwei davon haben möchten, wenn wir drei davon haben möchten, auch 33 Euro wieder an der Stelle. Reprint-Alarm tatsächlich, es wird im Optimalfall noch nicht bestätigt, aber ich gehe davon aus, ein Reprint im Legendary Duelist Season 3 geben, irgendwann im Ende Juni, glaube ich. Ende Juni, Anfang Juli. Wird es hoffentlich den Reprint geben, irgendwie als Ultra Rare oder sowas, und dann wird es ein bisschen, ja, günstiger werden. 10 Euro oder was, das Stück wäre natürlich geil. Freuen sich bestimmt auch alle Pure Dark Magician Spieler drüber, wenn sie sozusagen eine günstige Kopie von Magician's Soul erhalten dürfen. Die beiden Karten ist einfach eine Draw Engine. Special Summon Draw Engine, das ist natürlich wunderbar, weil ihr euch so einen Finsternis Extender irgendwie aufs Spielfeld ballern könnt. Funktioniert auch wunderbar in Phantom Knights. Und die Karte searcht euch sozusagen die Karte hier. Und die Karte lässt euch dann aber auch zwei Karten ziehen, indem ihr zwei Spell oder Traps von eurer Hand oder Feld auf den Friedhof legt. Es ist unfassbar. Auch zusammen mit der Branded, mit der Brave Engine. Brave Token Engine, die auch in Eldritch Cybers gespielt wird. Wunderbar, also wirklich, das ist so broken, sorry. Keine Ahnung, was ich dabei gedacht habe. Apropos, hier, broken. Criston Huckley Fabrics aktuell. Die Karte fällt gerade wieder so ein bisschen, so ein Hauch vom Preis, also bei 42, 43, 44, an die 45 Euro, fällt gerade wieder so ein bisschen, dennoch bleibt die Karte weiterhin relevant. Ich vermute einfach, dass viele Leute Geld wittern und den schnell irgendwie verkaufen wollen, bevor da vielleicht irgendwas in der Bandis passiert, weil aktuell über die Auroradon-Kombo und den Despot passiert da ziemlich viel über Criston Huckley Fabrics. In der Eldritch Cybers-Variante eher weniger, da kann man aber sehr gerne auf die Celine, Königin der Meistermagierin, gehen. Die Karte aktuell auch ohne Reprint aus Dual Overload 17 Euro, 17,48, 17,73, um dann sich sozusagen weiterhin linked zu climben, denn diese Karte beschwört euch dann einen Hexer. In der Regel wird es ein Effektwähler sein auf eurer Spielfeldseite, um dann sozusagen mit 2 plus Effektmonstern in den Zugangskodiersprecher zu sein, und der ist schon wieder auf dem Weg nach oben schnurstracks. Ihr macht mich fertig, ey, ihr macht mich wirklich fertig, das ist so krass. 46,98. 46,99, der ist ein Up und Down, der ist mal bei genau so einem Preis, dann fällt er wieder auf 42, dann geht er wieder hoch, dann fällt er wieder auf 42. Meine Empfehlung, wartet auf einen Reprint. Keine Ahnung, wann der kommt, ich weiß es nicht, ich kann nicht in die Zukunft sehen. Ich hoffe, ein Ghost from the Past oder irgendwas anderem, was jetzt demnächst bald rauskommt. Ey, das ist unfassbar krass, was die Karte aktuell noch kostet. Was sich Konami dabei gedacht hat bei der Reprint-Politik, ich weiß es nicht. Aber das sind so extrem viele teure Karten, über die wir gerade gesprochen haben. Eldritch Core an sich kostet nichts. Könnt ihr auch pur spielen, wunderbar mit 3 Skill Drain, wobei Skill Drain auch so um die 12 Euro das Stück kostet. Also auch da müsst ihr dann so, ja, auch schon 32 Euro plus der Eldritch Core. Ja, seid ihr vielleicht auch so bei 60, 70 Euro. Wobei, was eigentlich voll klar geht. Ah, nee, wenn ihr den Topf der Extravaganz spielen wollt, dann geht es wiederum nicht klar.
selbst wenn ihr das Pool spielen wollt. Weil der kostet dann auch nochmal 12 Euro aktuell. Außer es gibt einen Reprint im Structure Deck Arbor Strike. Vielleicht. Ja, nee, es sind trotzdem 100 Euro. Sorry. Aber Lichtblick. Wir schauen uns mal Wanderbrise an. Wanderbrise ist ein Deckthema, was definitiv weiter in der Meta für Unruhe sorgen wird. Die kleinen Vögelchen. Wanderbrise und Kaizen als Secret Rare. Secret Rare von eurem Bossmonster. Spielt ihr auf 1, maximal auf 2 im Main Deck. 6,79, 6,80, 7 Euro. So. Dann schauen wir uns mal die nächste Karte an. Fluwanderies Rubina, sprich Rotkehler. Die Karte ist super rare, kostet nichts, was extrem geil ist. Weil wenn ihr mit der Karte öffnet, habt ihr Full Combo und dadurch, dass die Karte so günstig ist, ist natürlich cool. Der Rest des Wanderbrise-Cores, super günstig. Außer zwei weitere Karten, die wir uns noch angucken. Und zwar Wanderbrise und der Beginn des Abenteuers. Die Karte ist jetzt erst in Battle of Chaos erschienen und wird nicht vor 2023 gereprintet. Also wer dieses Jahr noch Wanderbrise spielen möchte, sollte sich diese Karte definitiv zulegen. Denn die Karte wird dann irgendwann, also aktuell noch 824 verfügbare Artikel auf Cardmarket, so ist ganz okay. Aber irgendwann verschwindet die Karte vom Markt und dann wird es auf jeden Fall teurer werden und auch teuer bleiben. Vor allen Dingen sollte Konami sich noch entscheiden, neuen Wanderbrise-Support rauszuhauen. Haha, Alter, dann wird es auf jeden Fall wirklich teuer. 13,90, 13,94, 13,99. Das Playset aktuell bei 14,29. Und wir machen direkt weiter und schauen uns die nächste Karte an, die wir auf 3 im Main Deck spielen sollten, und zwar Wanderbrise und die großartige Karte. Die großartige Karte fällt vom Preis. Ja, tatsächlich, weil so ein bisschen, ich glaube, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass vielen das Deck auf Dauer irgendwie langweilig wird, so ist gefühlt immer irgendwie dasselbe. Aber ich glaube, wenn man das Deck gut spielen kann und gut sozusagen Timings abpassen kann und auch mit seinen Handtraps gut agieren kann, es ist trotzdem ein interessantes und stabiles Deck, was gut nerven kann. Also nerven tut es auf jeden Fall. Und zwar nicht nur mich, sondern auch viele andere Kollegen. So, 6,50, 6,75 im Playset. Also wie ihr seht, wir haben uns gerade komplett Wanderbrise angeguckt. Das kostet alles nichts. Also alles nichts. Verglichen mit Despia. Ne? Also wer in der Meta mitmischen will, ist Wanderbrise tatsächlich ein guter Call. Ihr seid wahrscheinlich, wenn ihr euch das Deck inklusive hier, den müssen wir natürlich auch spielen, den Topf der Extravaganz, inklusive Topf der Extravaganz, die Karte fällt gerade 11,50, das Stück 12 Euro. Sollte da auch noch ein Reprint im Structure Deck Alba Strike kommen, kriegt ihr Wanderbrise für, keine Ahnung, warte mal, 60, 70 Euro oder so in dem Dreh, weil das Extra Deck euch eigentlich egal ist. Jedes Deck ohne Extra Deck ist dann günstig. Die einzige Karte, die aktuell noch teuer ist und die das Deck dann sozusagen in Richtung 100 Euro schießt, ist Reiser der Megamonarch. Bei der Karte hoffe ich so ein bisschen, dass sie im Ghost from the Past Part 2 rauskommt. Karte kostet aktuell 40 Euro. Ist halt so. Also wenn ihr die Karte spielen wollt, so müsst ihr den sauren Apfel beißen. Der Effekttext liest sich auch richtig kryptisch. Also ist wahrscheinlich noch vor dem PST, dem Problem Solving Card Text. Das klingt alles richtig mystisch. Weil jedes Mal, wenn ich mir die Karte durchlese, denke ich mir, was macht die, was legt die, wohin, wohin, nach oben, nach wem, was darf ich? Riser der Megamonarch. Eine Karte, die 40 Euro aktuell kostet, nach einem Reprint in Ghost from the Past, hoffentlich nicht shortprinted, sind ein paar Euro gehen. Also ehrlicherweise, die wird so was von Preis fallen, das ist unfassbar. Eine Karte, die ihr auch in Wanderbrise spielen könnt, nein, nicht könnt, solltet, Dimensionsverschieber. Dimensionsverschieber ist, wie ich finde, aber preis-leistungstechnisch echt gut dabei. 5,99 finde ich einen mega guten Preis, tatsächlich für so eine mächtige Handtrap. Für viele Deck-Themen ist es automatisch ein Turnskip, wenn der Dimensionsverschieber aktiviert wird. Deswegen finde ich, also verglichen, sag mal, mit einem Nibiru, natürlich schränkt euch der Nibiru, wenn ihr in eurem Deck spielt, nicht so sehr ein wie der Dimensionsverschieber, weil der gilt sozusagen für beide Spielerseiten. Aber nichtsdestotrotz, extrem starke Karte, in Wanderbrise safe auf 3. Es freut einen extrem, wenn der Gegner aus 3 Duellen 3-mal Dimensionsverschieber zieht. Macht richtig Spaß auf jeden Fall mit Phantom Knights. So, aber wir können noch günstiger. Und zwar jetzt, Obacht, hier, Streichbuben. Streichbuben bleiben weiterhin meta-relevant. Warum? Weil wir die Brave Token Engine drin spielen können. Gut, es macht das Deck nicht wirklich günstig, aber der Core ist zumindest unfassbar günstig. Wir schauen uns jetzt mal hier aus Jux und Dollerei die Highest Rarity an. Wir fangen mit dem Streichbuben an, der hat nur einen Print, so Streichbuben, miau, miau, mu. Das heißt, das ist an der Stelle die Highest Rarity, aber wir gucken uns die anderen Karten auch nochmal gleich an. So, die Karte spielt ihr auf 1, könnt ihr auf 1 spielen, weil sie auf der Banlist sozusagen gehittet wurde. Ja, kostet 10 Cent, brauchen wir nicht drüber reden. Eine Karte, die nicht gereprintet wurde und aus Hidden Summoners stammt, ist Streichbuben Reisröhrer Röster. Ist ein wunderbarer Backrow-Removal.
der sozusagen in der aktuellen Meta, wo auch viel Backrow gespielt wird, sehr, sehr wichtig ist. Hat keine Reprint bekommen, keine Ahnung warum, fragt mich nicht. Hätte eigentlich eine Reprint bekommen müssen. 7,99, 8 Euro, 8 Euro, 8,49. Die Karte war bei um die 2, 3 Euro so, bevor, also als alles gereprintet wurde, außer die Karte. Wir schauen uns mal hier Highest Rarities an. Reichbuben, Kikeriki, Krähen. Die Karte ist bei 8,39. Wir schauen uns jetzt an der Stelle nicht die Maximum Gold Reprints an, weil die kosten allen paar Cents. Das sind teilweise diese Gold Lettering Rares, wirklich nicht. Ihr könnt euch wahrscheinlich den ganzen Deckkopf für 10 Euro kaufen. 10 Euro könnt ihr euch den Deckkopf kaufen. 10 Euro. So, 8,39, 8,45, 8,50, 8,60 hier als Highest Rarity in Secret Rares Hidden Summoners. Genauso geht es in Prank Kids Place. Sind wir hier 7,95 im Playset 8,30 Euro. Und dann natürlich noch den Prank Kids Battle Butler. Die Karten sehen optisch natürlich schon extrem hübsch aus, muss man auf jeden Fall sagen. Aber auch die Karte ist bei 3 Euro. Also alles überschaubar als Max Rarity tatsächlich an der Stelle. Wie gesagt, die Maximum Gold Reprints, die kosten alle wirklich nur ein paar Cents. Wir machen weiter mit einem Deckthema, was aktuell immer noch relevant ist, aber gefühlt irgendwie nicht mehr so den Druck macht, wie es zu Zeiten des Protoss tatsächlich der Fall war. Und zwar Schwertseele. Schwertseele von Mouillet, eine der Hauptkarten, die zu Beginn oder zum Release von Burst of Destiny um die 40 Euro gekostet hat, ist mittlerweile ordentlich gefallen auf 23,45. Wie ich immer noch finde, ein extrem cooles Deckthema. Optisch extrem nice, Spielmechanik cool, Synchro, aber auf eine andere Art und Weise. Deswegen, ich finde Schwertseele geil. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich es mir zulegen würde. Irgendwie teuer auch. Vor allen Dingen, wenn wir uns die nächste Karte angucken. Die unglaubliche Ecclesia, die Tugendhafte. Auch optisch eine mega geile Karte als Secret Rare Burst of Destiny. Und die Karte, yo, ganz entspannte 35,95. Aber auch das ein Deckthema. Also Schwertseele, welches sozusagen Reprint-Kandidat für die TIN dieses Jahr wäre. Wobei die TIN kommt nicht vor September raus. Immer noch jede Menge Monate auf jeden Fall, die wir warten müssten. Bis dahin ist das Deckthema wahrscheinlich semi-relevant. Aber hey, unglaubliche Ecclesia, die Tugendhafte. Ist auf jeden Fall ordentlich teuer. Und wir schauen uns noch eine weitere Ultra Rare an, die auch auf 3 in eurem Main Deck spielt. Auch die Karte ist vom Preis gefallen. Mittlerweile bei 4 Euro, 4 Euro, 4 Euro. Im Playset 5,50. Nächste Karte, die wir uns anschauen aus dem Extra-Deck, ist Schwertseele Großmeister Xiao. Auch die Karte war so bei 25 Euro zu Beginn und ist ja krass gedroppt, Alter. 5,98, 5,99, 5,99 als 2 auf 6 Euro. Also wie ihr seht, wird auch Schwertseele um einiges erschwinglicher. Eine Karte, die allerdings nicht so erschwinglich ist, die ihr auch im Extra-Deck spielt, ist die Blumenbaronin. Die Blumenbaronin bleibt weiterhin teuer und wird auch dieses Jahr nicht gereprintet werden. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wird nicht passieren. Wer die Karte spielen möchte, muss sie sich teuer ertauschen oder erkaufen. 72,59, 72,99, 73,99, also 75 Euro inklusive Versand, müsst ihr auf jeden Fall für diese Karte blechen. So, wir machen weiter mit ein paar Karten, die allerdings günstiger zu haben sind für das Schwertseele-Deck-Thema, und zwar Tengis. Selbst eine Vishuda als Super Rare aus dem OTS Tournament Pack 12 kostet 1,49 im Playset 2 Euro, was echt überschaubar ist. Genauso die Schamanen der Tenji hier als Prismatic Secret Rare aus der 2020 Tint of Lost Memories. Auch die Karte, yo, überschaubar. Ist zwar im Preis gestiegen ein bisschen, aber kommt, ist echt kein Geld. Wenn ihr auch noch witzig seid und ihr mehr Tenji und weniger Schwertseele spielt, was durchaus aktuell passiert, könnt ihr das Deckthema auf jeden Fall noch um einiges günstiger spielen. Allerdings spielt ihr dann auch über die Huckley Firebrakes Combo. Huckley Firebrakes kostet halt wieder so ein bisschen was. Ja, nichtsdestotrotz, allein die Blumenbaronin mit 75 Euro macht auf jeden Fall ordentlich was her. Und wir machen jetzt mal direkt weiter. Und zwar mit dem nächsten Deckthema, welches in Zukunft definitiv relevant bleiben wird. Und zwar sprechen wir über Himmelsjäger. So sieht's aus. Sky Striker. Himmelsjäger klingt voll komisch. Das sagt keiner. Alle sagen Sky Striker. So, wir gucken uns eine Karte an. Selbst wenn ihr sagt, ey, geil, habe ich voll Bock drauf. Ich bin Einsteiger, ich will ein einfaches Deck. Einfach, das Deck ist nicht einfach. Das Deck ist wirklich, also, wenn ihr es gut spielen könnt, Shoutouts an der Stelle gehen raus an Lil Thunder von mir auf dem Discord. Wenn ihr es gut spielen könnt, dann könnt ihr damit extrem viel anrichten. Und es ist eigentlich kein einfaches Deck. Es macht relativ einfache Sachen. Aber ihr müsst wissen, wann, wie, wo, was. In welcher Reihenfolge und so weiter und so fort. Also nicht unterschätzendes Deckthema. Ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, dass für einen Anfänger oder Einsteiger was ist. Es wirkt so ein bisschen.
weil ihr einfach mit Handtraps um euch wirft und dann mit Ray die komplette Action macht. Aber das Deck kann mittlerweile viel, viel mehr. So, Himmelsjäger, Mac, Witwenanker. Die Karte auf 3 in eurem Main Deck kostet ganz entspannte, keine Ahnung, gibt's hier nicht mal ein Playset, 30 Euro, was? Nein, 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 wenn ihr euch ein Playset kauft, dann bitte hier bei den einzelnen Verkäufern. So, dass ihr bei 20 Euro pro Kopie seid, inklusive Versand, was wiederum bedeutet, dass ihr 60 Euro für ein Playset Witwenanker ausgeben müsst. Teuer, wirklich teuer. Nächste Karte, also wir schauen uns an der Stelle die günstigsten Kopien an, ne? Also die Secret Rares, die habe ich jetzt nicht angefasst. Genauso wie Himmelsjäger Ass, Himmelsjäger Mobilisierung Angriff, Mobilize Engage. Die Karte hält sich stabil bei 320, 339, 340. Zum Glück braucht ihr nur eine Kopie dieser Karte in eurem Main Deck. Ich würde euch dennoch empfehlen, eventuell eine zweite oder dritte Kopie euch einfach auf Safe zu kaufen. So, weil sollte Konami irgendeinen verrückten Move, also es kommt ja neuer Support, ne? Aus dem OCG. Wann der kommt, wissen wir noch nicht. Aber sollte Konami sich dann denken, ach komm, mit dem neuen Support machen wir noch ein bisschen Banlist-Action und die entlassen Engage irgendwie auf 2 oder so, was ja echt verrückt wäre, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, die Karte bleibt ewig auf 1. Egal, wie dem auch sei, vielleicht legt ihr euch noch zumindest eine zweite Kopie dieser Karte zu. Eine Karte aus dem Extra-Deck, die aktuell teuer ist, ist Shizuku. Shizuku ist das teuerste Extra-Deck-Monster, was ihr euch gönnen könnt. Vielleicht noch Sieg. Aber Shizuku geht an der Stelle für 5,49 im Playset. Das ist echt krasses. Also da bräuchten wir auf jeden Fall einen Reprint. Die Karte hat zwar Reprints als Ulti und als Prismatic Secret, aber die sind nicht wirklich günstiger. Und an der Stelle schauen wir uns noch eine weitere Karte an, die extrem teuer ist. Und zwar das Sky Striker Ace Token. Das ist ein Token. Das ist ein Token. Und die Karte kostet, ja, 4,75, 4,80, 4,95 für ein Token. Sieht extrem hübsch aus. Ihr könnt natürlich auch jedes andere Token an der Stelle verwenden. Aber falls ihr Sky Striker spielen wollt, dann braucht ihr unbedingt das Sky Striker Token. Nein, Quatsch. Aber wie gesagt, 5 Euro das Stück. Ist schon ordentlich. Und jetzt springen wir zu ein paar Power Spells, die in aktuellem Format und auch in den zukünftigen Formaten gespielt werden. Und sollten diese Karten in naher Zukunft keinen Reprint erhalten, sehe ich echt schwarz, Alter. Weil das ist wirklich heftig, mächtig, was man da unter anderem bezahlen muss. Und zwar sprechen wir natürlich als allererstes über den verbotenen Tropfen. Aktuell ist diese Karte unfassbar relevant, könnte vielleicht etwas an Relevanz verlieren mit einem Metashift und einem Ban einer Sense oder einem DPI, der nicht mehr so zugänglich ist. Aber aktuell 73 Euro, 74, 95, 74, 99, 75 Euro. Das Stück im Playset 240 Euro. 240 Euro für ein Playset von Droplet. Unfassbar. Danke für den Short Print, Secret Rare Print in Brothers of Legend Konami. Eine weitere Karte, die wir uns anschauen, ist Blitzsturm als Ultra Rare. Die Karte ist halt einfach super gut in einem Side-Deck tatsächlich. Going Second sowohl für Front als auch für Back-Row nutzbar, wenn ihr die Karte zieht und der Gegner kein Out dagegen hat. Dann tut auf jeden Fall schon gut weh und Worst-Case-Szenario ist es ein Bait für ein Solemn Judgment oder für ein Omni-Negate, Monster Omni-Negate. Die Karte, yo, weil sie halt so relevant ist, 44,50. Aber auch an der Stelle würde ich von einem Kauf abraten. Reprint könnte in naher Zukunft kommen. Ist, glaube ich, die Karte, genau, aus IGAS. Sozusagen die Karte, also das ist die Powerspell der 3 Powerspells. Wir schauen uns gleich nochmal die dritte an. Die als erstes ihren Print bekommen hat, als erstes auch ihren Reprint bekommen hat und jetzt im Optimalfall demnächst auch ihren Re-Reprint bekommt. Damit die Karte weiter vom Preis fällt und auf ungefähr 20, 15 Euro oder sowas droppt. Sorry, 45 Euro im Playset, 150 Euro. Eine Karte im Side-Deck. Die Karte macht nichts in eurem Main-Deck. Gar nichts. Außer ihr spielt ein Going-Second-Deck. Dann vielleicht. Aber ansonsten könnt ihr auch zu Regeki greifen oder Harpyen Federwisch. Extrem heftiger Preis. Eine Karte, die aktuell so ein bisschen vom Preis gefallen sind, aber sich gerade so ein bisschen wieder stabilisiert, ist Talent der 3 Taktiken. Denn die Karte fand tatsächlich oder findet aktuell nicht so viel Play. Wobei sie gerade so ein bisschen in die Meta-Decks sich wieder reinschleicht. Denn aktuell werden locker 9 bis 15 Handtraps in den meisten Decks gespielt und da ist so ein Talent der 3 Taktiken auf jeden Fall Gold wert. Eine weitere Karte, die wir uns anschauen, ist kein dunkler Herrscher mehr. Gab es den Common Reprint im Structure Deck Spirit Charmer, aber auch da kostet die Karte aktuell 4 Euro im Playset und dann wieder 4,77 im Playset. Eine super Karte, Going Second, aktuell nicht ganz so relevant, dadurch, dass DPI ein Quick Effect ist
und der in der Standby-Phase aktiviert werden kann, um die Sense zu poppen, die euch dann wieder aus dem Extra-Deck lockt. Aber mit einer richtigen Banlist sehe ich die Karte auch wieder am Preis steigen, safe, und im Optimalfall verbotene Tropfen auch fallen. Eine Karte, die wir uns definitiv auch nochmal anschauen, ist Auslösungsinformant. Sehe ich immer öfter. Ich sag, wie es ist. Auch der Preis sagt, sehe ich immer öfter, denn sie war sogar um die 20 Euro und der natürliche Typ hat sie gerade überwunden, ist gerade auf dem Weg im Playset 24,50. Also langsam steigt die Karte wieder. Schauen wir mal, ob das so bleibt oder ob das nur eine Momentaufnahme ist. Aktuell sehe ich die Karte tatsächlich vermehrt in Main- und Side-Decks. Macht natürlich auch Sinn, weil viele der Engines, über die wir auch gerade gesprochen haben, Destroy Phoenix Enforcer, Brave, was ist hier noch so mit drin? Also sowas wie Sense und so. Also all das sind so Engines, die man selber spielt, aber auch gegen die man oft spielt. Und da ist natürlich der Crossout Designator eine wunderbare Karte, um die gegnerischen Decks und den gegnerischen Spieler zu outen. Und damit schauen wir uns jetzt noch ein paar Handtraps an, um die ihr auch in Zukunft nicht drum herum kommen werdet. Und zwar fangen wir mit Nibiru an. Die Karte hat zwar einen Reprint in Brothers of Legend bekommen und auch einen Reprint in Maximum Gold bekommen. Aber dennoch kostet die Karte aktuell immer noch 11,40 Euro im Playset, 11,50 Euro im Playset. Und günstiger gibt es die Karte tatsächlich aktuell nicht zu haben. Vielleicht aus Mago kostet sie um die 10 Euro. Aber ihr müsst immer noch 30 Euro für ein Playset Nibiru blechen. Es ist, glaube ich, aber auch eine Karte, die wahrscheinlich, egal wie viele Reprints sie bekommt, sie immer bei diesem Preis bleiben wird. Das ist so ein bisschen wie unendliche Unbeständigkeit eine Zeit lang. Oder, wie heißt die? Ausgeglichener Zweikampf, immer so um die 20 Euro. Kurz mal nach einem Reprint fällt die Karte wieder, aber dann steigt sie wieder. Und das ist alles so, ja, 10 Euro für ein Playset. Also so als Rogue-Budget-Spieler tut es schon weh, so wenn du dann 30 Euro für Nibiru the Primal Being ausgeben musst. Aber mein Tipp tatsächlich an der Stelle, die generischen Staples solltet ihr euch definitiv ranholen. Denn die Deck-Cores könnt ihr immer wieder austauschen, aber die Staples bleiben. Sind mal mehr, mal weniger relevant in der aktuellen Meta oder gegen die Decks, die ihr gegen die spielt. Aber dennoch sind das Karten, die ihr einmal habt, doch immer spielen werdet oder behaltet. Also selbst wenn die Karte tot gereprintet werden sollte und sie irgendwann nur noch 20 Cent geht, dann ist das wahrscheinlich auch nicht mehr relevant, die Karte. Aber bis dahin könnt ihr die Karte immer spielen, wird immer Relevanz behalten und natürlich in dem Secret Reprint wunderbar anzuschauen. Wir schauen uns eine Karte an, die mittlerweile einen Super Reprint erhalten hat, und zwar unendliche Unbeständigkeit aus dem Structure Deck Cyberstrike. Das ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum die meisten sich das Structure Deck gekauft haben. Natürlich Fan-Favorite und viele gute Reprints auch für das Cyber Dragon Deck-Thema. Aber unendliche Unbeständigkeit war eine Karte, die dort drin war. Und die Karte aktuell im Playset bei 5,79. Mich wundert tatsächlich so, wobei, nee, der Preis wundert mich nicht. Es liegt einfach daran, an den verfügbaren Artikeln, über 3000 Stück. Das ist einfach der Wahnsinn, wie viel von dem Structure Deck Cyberstrike gekauft wurde. Ich bin echt davon fest ausgegangen, dass die Karte locker ihre 10 Euro wieder erreichen wird, vor allen Dingen, wenn Real-Life-Tournaments wieder stattfinden. Aber es gibt so viele Kopien auf dem Markt, die Karte pendelt sich halt, ja, zwischen 5 und 6 Euro ist die Karte tatsächlich aktuell zu haben. Letzte Karte, die wir uns anschauen, die eigentlich jeder in seinem Binder oder in seinem Main-Deck haben sollte, und zwar Aschenblüte und Freudiger Frühling. Eine Karte, die mittlerweile 7 Prints hat und immer noch teuer ist. Die kommen aus dem Structure-Deck Soulburner. Kostet, ist die günstigste Kopie, die wir uns gönnen können, kostet 19,99 Euro, 20 Euro im Playset. Konami, mach wat, mach wat. Das ist mittlerweile, die Karte ist mittlerweile so Standard in jedem Deckbild. Mach wat, dass sich sozusagen die Low-Budget-Spieler sich auf jeden Fall diese Karte leisten können und die Karte auch spielen können. Weil, also wirklich, also das ist so eine, das ist ja safe für 3 Plätze in fast jedem Main-Deck ist Aschenblüte und Freudiger Frühling. Eine Karte, die jedes Deck trifft, immer gut kommt. Und mittlerweile gegen viele Combo-Decks eher ein Mückenstich ist als tatsächlich ein Turnskipper. Aber ey, wirklich, Konami muss da jetzt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht im Structure Deck, aber boah, das wäre krass. Wenn die nochmal ein Structure Deck Reprint bekommt. Oder ein Ghost from the Past als, ich habe keine Ahnung, Ultra Rare. Wenn dort nochmal die ganzen Geistermädchen drin gereprintet werden. Ich weiß es nicht, oder ein OTS Reprint. Keine Ahnung. Irgendwo muss die Karte nochmal gereprintet werden, weil das ist echt nicht mehr feierlich. Yo, jede Menge Holz.
Wir beenden den Card Market Watch. Ich hoffe, mein Card Market Watch hat euch gefallen. Falls dem so war und ihr zum ersten Mal hier auf dem Kanal seid, lasst mir doch sehr gerne ein Abo da. Würde mich extrem freuen, wenn ihr Teil der DTV-Community werden würdet. Und natürlich kleine Glocke anklicken nicht vergessen, denn nur so verpasst ihr auch keines meiner weiteren Yu-Gi-Oh!-Videos. Apropos weitere Yu-Gi-Oh!-Videos. Jetzt haben wir uns mal die Metapreise angeguckt, ne? Was so Metadecks aktuell kosten. Was ich aber in Zukunft machen möchte, im Optimalfall nächste Woche, komm, dann machen wir einfach mal nächste Woche, ist, wir schauen uns Fan-Favorite-Decks an. Anime-Lieblinge, Anime-Fan-Favorite-Decks. Und schauen uns an, was die so aktuell kosten. Also ich rede über Dark Magician, Blue Eyes White Dragon, Heroes, Cyber Dragons. All das sind Deckthemen, die von euch sehr gerne gespielt werden. Und ich will mir tatsächlich angucken, was die Deckthemen Full Power aktuell kosten würden. Sind wir da so weit weg von der Meta? Oder kosten die Anime-Fan-Favorite-Decks tatsächlich ähnliche Preise, wie wir sie gerade gesehen haben? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und wer von euch da Bock drauf hat, der klickt hier auf jeden Fall wieder rein. Damit auch genug von mir. Ich wünsche euch ein spitzenmäßiges Wochenende. Lasst es auf jeden Fall ordentlich krachen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.